Hallo, grüß euch. Heute gibt es schon wieder was mit Marillen bei mir. Ja, es ist halt Marillenzeit. Und zwar gibt es heute eine Marillenknödel. Den Klassiker, aber vegan. Die vegane Ernährung tut mir einfach irrsinnig gut. Und deshalb mache ich das so. Ist auch gar nicht notwendig, da irgendwas Tierisches reinzutun, wird es gleich sehen. Meine Zutaten, die ich dafür verwende, sind einmal eine mehligen Kartoffeln, die habe ich schon gekocht und geschält. Dann habe ich da ein Dinkelgrieß, ein Dinkelmehl, ein helles und eine Speisestärke, ein bisschen Salz. Die Marillen logischerweise, ich habe da eher kleinere genommen, weil ich momentan so eine riesen Knödel haben. Und dann noch dazu habe ich da eine Dinkelbrösel, einen Rohrohrzucker und ein bisschen vegane Butter. Dann für zum Wolken. Ja, die kommen dann rein in einen Pfann mit Bröseln und Zucker und das kommt dann drauf. Dann gehen wir zur Zubereitung. Ich habe da jetzt noch mal eine Waage, wo ich die Schüssel drauf stelle, weil die Kartoffeln werden da jetzt eingepresst. Das ist genau ein halbes Kilo. Die Erdäpfel sollten, habe ich schon gesagt, mehlig sein. Ich habe aber jetzt momentan keine mehligen gekriegt. Das sind alles noch Frühkartoffeln gerade am Markt. Und ich mache es einfach mit den Frühkartoffeln, die sind, glaube ich, vorwiegend festkochend. Macht aber nichts, das wird trotzdem funktionieren. Aber dennoch sollte man Mehl verwenden. So, da kommt jetzt ein bisschen Salz rein. Dann alles andere, also der Grieß, das Mehl und die Stärke. Ich tue auch noch ein ganz ein bisschen Zucker rein, ganz ein bisschen. So. Und das wird jetzt verrührt und zu einem geschmeidigen Teig verknetet. Ich habe dazwischen einmal Hände gewaschen, weil das biegt sonst sehr. Und wenn man ihn dann zum Schluss noch gut glatt knetet, ist besser dann, wenn man nicht so bickige Hände hat. So. Jetzt bleibt er 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen stehen, rostet, der Grieß saugt sich an und dann geht es erst weiter. Der Teig hat jetzt fertig gerostet und jetzt machen wir die Knödel. Das heißt, ich nehme da ein bisschen Mehl für die Hände. Ein Stückchen Butter, guten Tag. Eine gewaschene und trockene Marille. Kommt da eine, die wird verschlossen und so einfach schaut, dass er überall zu ist, dicht ist, dass keine Luft drinnen ist, weil die Luft dehnt sich dann beim Kochen aus und dann haben wir den Platz da auf. So ein bisschen bemehlen, das Stäuben und fertig. Und das machen wir jetzt mit allen Marillen oder bis der Tag halt weg ist. Ihr könnt ja schon vorher Wasser aufstellen, ein bisschen salzen, da kommen dann die Knödel nämlich rein. So, die sind eigentlich doch recht groß geworden, so klein waren die Marillen doch nicht. Ein bisschen Teig bleibt übrig, das kommt einfach so mit rein, ohne Marillen. So, das Wasser kocht inzwischen. Wie gesagt, es ist ein bisschen Salz auch drin. Es darf bitte nicht so richtig sprudeln, das soll ganz leicht dahin köcheln oder sieden, einfach am besten nur. So. Knödel sollen auf jeden Fall mit Wasser bedeckt sein, also das Wasser muss her sein, als, so, als die Knödel, die werden drin schwimmen können. Und zuerst links natürlich unten und mit der Zeit kommen sie an die Oberfläche. Ich lasse etwa eine Viertelstunde kochen bei der Größe. Die Marillen sind ganz eine süßen, das habe ich vorher überprüft. Das heißt, es ist nicht notwendig, da jetzt Zucker noch reinzutun. Aber wenn man oft einmal ein bisschen eine saure reinkriegt, kann man halt den Kern ausatmen und stattdessen einen Zuckerwürfel rein. Das hat meine Mama auch das einmal gemacht. So, der passt jetzt nicht mehr rein. Der muss dann irgendwie separat noch gekocht werden. Jetzt sind Essigse drin, also 3-3, das ist eh fair. In der Zwischenzeit werden wir jetzt die Brösel anrüsten. Das heißt, die vegane Butter kommt da in den Pfann. Du musst zerschmelzen. Und jetzt kommen die Brösel und der Zucker
noch dazu. Und das wird jetzt einfach ein bisschen kriert, bis es ruhig ein bisschen Farbe genommen hat. Aber ich mag es nicht so dunkel, nur ein bisschen. So, da habe ich schon ausgeschalten, weil die sind fertig. Die sollen nicht zu dunkel werden, weil es ist nämlich so, wenn Kohlenhydrate verbrennen oder zu heiß kriegen, dann entsteht Acrylamid. Das ist ein Stoff, der ist höchst krebserregend. Deshalb vermeidet es das, Kohlenhydrate irgendwie zu schwarz zu machen. So, jetzt tut es einfach auf die ganzen Knädel die Brösel auf. So ein bisschen Wolken drinnen. Und wenn sie alle damit benetzt sind, ist fertig. Können serviert werden, ein bisschen Brösel noch dazu, ihr könnt auch Kompott dazu machen, passt ganz gut. Ich weiß noch, als Kind haben wir immer Milch dazu getrunken, aber es steht jetzt bei den veganen Knödeln nicht, weiß man kann nicht vegane Knödel Milch dazu trinken, außer also Hafermilch vielleicht. Wie auch immer, probiert es aus. Hoppala. Das genaue Rezept findet ihr auf meinem Blog und einmal werde ich wahrscheinlich noch was mit Marillen machen heuer, weil ich habe noch ein paar. Und wenn ihr das sehen wollt, braucht ihr meinen Kanal abonnieren. Kriegt ihr Informationen darüber. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid das nächste Mal. Für euch!